Einen schönen guten Morgen. Im Rahmen unseres Uber-Forums Mobil und Nachhaltig begrüße ich Sie ganz herzlich zu unserem zweiten Uber-Güterverkehrskolloquium. In unserem ersten Kolloquium hat das Logistikunternehmen DAXA deren Nachhaltigkeitsstrategie vorgestellt. Heute wenden wir uns dem Schienenverkehr zu. Und Sie sehen im Titel die Richtung ändern. Nachhaltige Politik für den Schienengüterverkehr. Und wir freuen uns sehr, dass wir als Vertreter der Schiene Herrn Pflege gewinnen konnten. Herr Pflege ist seit 2001 Geschäftsführer der Allianz pro Schiene und als gemeinnützige Interessensorganisation setzt sich die Allianz pro Schiene für die Förderung und Verbesserung des Schienenverkehrs an ganz unterschiedlichen Stellen ein. Herr Pflege, gerade gestern habe ich auf LinkedIn Ihren Beitrag zur Beschleunigungskommission Schiene gesehen. Auch da sind Sie aktiv und Sie haben gepostet, zwischen 2019 und 2022 hat sich die Streckenlänge der Schieneninfrastruktur um ganze 6 Kilometer erhöht. 900 Weichen wurden abgebaut und 16 Kilometer Bahnsteige sind weggefallen. Das ist in der Tat ein ganz erschreckendes Fazit. Und deshalb sind wir jetzt gespannt auf Ihre Forderungen an die Politik, an die Koalition, ja und vielleicht ja auch an uns. Was ist aus Ihrer Sicht nötig, um auch mit Blick auf die Beschlüsse des Koalitionsausschusses vom März die richtige Richtung einzuschlagen? Ja, vielen Dank, Frau Steindorf, vielen Dank, Herr Ewen. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass ich vortragen darf zu dem Thema Schienengüterverkehr oder auch zum Güterverkehr in Gänze, wie er nachhaltiger werden kann. Und da geht natürlich am Schienengüterverkehr kein Weg dran vorbei. Deswegen haben wir, weil es nicht so weitergehen kann wie bislang, deswegen haben wir auch den Titel Die Richtung ändern gewählt. Sie alle wissen, dass der Verkehrssektor der einzige Sektor ist mit steigenden CO2-Emissionen, auch in absoluten Tonnen gemessen, das zweite Jahr in Folge. Das heißt, die Schere klafft immer weiter auseinander zwischen dem, was wir als Zielwerte uns vorgenommen haben und zwischen dem, was wir als Realität in Deutschland im Verkehr in Gänze erleben. Und da spielt der Schienengüterverkehr, wenn wir diese Fehlentwicklung ändern wollen, wenn wir die Richtung ändern wollen, der spielt da eine entscheidende Rolle. Die Zahlen kommen vom Uber, insofern werden Sie, die meisten, die hier zugeschaltet sind, Sie natürlich auch kennen. Der Schienengüterverkehr ist 7-mal CO2-freundlicher pro Tonnenkilometer als der LKW. Und das, was nicht so im Bewusstsein der Öffentlichkeit ist, ist die Tatsache, dass dieser Vorsprung im Vergleich zum LKW sich über die Jahre vergrößert hat. Und nicht, wie so viele angenommen haben, eher verkleinert hat. Das hängt mit der höheren Energieeffizienz des Schienengüterverkehrs zusammen. Und da ist einer der wesentlichen Gründe der Rollwiderstand. Gummi auf Asphalt ist nun mal etwas anderes und hat einen höheren Rollwiderstand als Stahl auf Stahl. Da ist der Unterschied zwischen LKW und Güterbahn der Faktor 3. Das wird auch immer so bleiben. Das ist Physik. Wenn wir den Güterverkehr und die Entwicklung betrachten. Und das sehen Sie wie in einem Brennglas hier auch in dieser Grafik. Da ist die Richtung, die zu ändern ist, das rote Fundament, der Sockel, wenn man so will. Das ist nämlich die Visualisierung, wie hat sich die Schieneninfrastruktur in Deutschland entwickelt. Frau Steindorf hat es eben schon angesprochen für die letzten 3 Jahre. Hier sieht man mal, was ist seit der Bahnreform 95 passiert. Wir haben eine Netzschrumpfung von 15% hinter uns bis zum Jahr 2019. Diese Netzschrumpfung, das hatte Frau Steindorf eben erwähnt, die ist gestoppt. Aber trotzdem werden Bahnsteige weiter verkürzt, werden Weichen ausgebaut, wird die Kapazität teilweise reduziert. Das darf und das kann nicht angehen vor dem Hintergrund der Notwendigkeiten, die wir im Verkehrsbereich, im Güterverkehrsbereich haben, was das Umsteuern anbelangt. Dass die Nachfrage da ist, dass wir kein Nachfrageproblem haben, das sehen Sie an den 83,4% Zuwachs bei den Tonnenkilometern im Schienengüterverkehr auf diesem geschrumpften Netz. Der Personenverkehr ist ein bisschen hinten drunter geblieben. Und das ist auch eine Grafik, wenn ich sage, wie im Brennglas.
die einen Großteil der aktuellen Probleme erklärt im Schienengüterverkehr, was die Performance anbelangt. Auf einem geschrumpften Netz ein derartiges Verkehrsleistungswachstum, das kann auf Dauer nicht gut gehen. Das sind wahnsinnige Kapazitätsengpässe, die wir jetzt haben. Und hier gilt es in der Tat, die Richtung zu ändern und gegenzusteuern. Und dann ist eben die Frage, wie geht man mit diesen Fakten um? Erklärt man Prognosen mit dem Bezugsjahr 2051 zu Fakten, wie es unser Bundesverkehrsminister getan hat, oder sieht man die Entwicklung in der Vergangenheit und die Herausforderungen mit Blick nach vorne als Auftrag für die Politik zu handeln? Wir wünschen uns natürlich Letzteres. Der Bundesverkehrsminister zieht unseres Erachtens die völlig falschen Schlüsse aus dieser Langfristverkehrsprognose. Er sieht diese Prognose als faktenbasierte Politik und Begründung, warum man weitere und neue Autobahnen in Deutschland bauen muss, weil eben der Lkw-Verkehr mit über 50% stärker wachsen soll nach dieser Prognose als der Schienengüterverkehr mit 33%. Das würde bedeuten, dass der Marktanteil der Güterbahnen bis zum Jahr 2051 um 2% zurückgehen würde und nicht steigen würde, wie es ja sich dieselbe Regierung bis zum Jahr 2030 vorgenommen hat, dass der Marktanteil auf 25% steigt. Das wäre also verkehrspolitisch eine desaströse Entwicklung, wenn man das nachvollziehen wollte, was in dieser Prognose vorhergesagt wird. Ich will ganz kurz auf die Prämissen eingehen, weil das auch etwas mit dem Umweltbundesamt zu tun hat. Alle Hoffnungen dieser Verkehrsprognose, die das Bundesverkehrsministerium selber in Auftrag gegeben hat, die ruhen darauf, dass es in Zukunft die Batterie-Lkw geben wird, die, so heißt es so schön in den Prämissen der Prognose, zur maßgeblichen Zukunftstechnologie sich entwickeln werden. Das heißt, es wird angenommen, dass im Jahre 2040 75% aller Lkw Batterie elektrisch betrieben werden, und zwar auch der schweren Lkw über 26 Tonnen. Das wird dort ausdrücklich so angenommen. Wie man das schafft, wie die Ladeinfrastruktur bis dahin errichtet werden soll, das wird komplett ausgeblendet. Da sind wir nämlich ja bei dem Reichweitenthema. Zweites Beispiel sind die Sprit-, die Kraftstoffpreise. Da geht es natürlich um die CO2-Prognose, wie hoch wird das sein? Die Langfristprognose des Verkehrsministeriums geht für 2040 von $120 Abgabenbelastung aus. Das Umweltbundesamt, um da mal zu zeigen, dass diese Prognosen des Verkehrsministeriums nicht zwangsläufig faktenbasiert sein müssen. Das Umweltbundesamt rechnet für 2030 mit 241 Euro, also mehr als doppelt so teuer, und das schon 10 Jahre vorher. Sie sehen, da kann man trefflich drüber streiten, über diese Prämissen, und die Prämissen sind natürlich dafür verantwortlich, was für Wachstumsszenarien dort errechnet werden. So, wenn wir uns die Koalitionsvereinbarung einmal anschauen, ich habe es eben schon gesagt, da ist viel Richtiges drin. Da ist die Rede von höheren Investitionen in die Schiene als die Straße. Haben wir bis heute nicht erlebt. Die Marktanteilsteigerung habe ich eben schon erwähnt. Die Digitalisierung, viele richtige Punkte, die aber jetzt mit Leben gefüllt werden sollen und müssen und nicht jetzt sozusagen abgeräumt werden durch eine vermeintlich faktenbasierte Verkehrsprognose und faktenbasierte Politik. Und dass man dann sagt, wir können ja gar nicht anders, als bislang so weiterzumachen wie bislang. Das wäre eine grandiose Fehlentwicklung. Und wenn ich in dem Chart eben ganz unten geschrieben habe oder wenn wir geschrieben haben, die Branche macht ihre Hausaufgaben, ist aktiv, dann sehen Sie hier mal die Ergebnisse der Beschleunigungskommission Schiene. Auch das ist am Anfang gesagt worden. Da haben wir mitgearbeitet als Allianz pro Schiene. Ich will jetzt hier nicht die ganzen Handlungsempfehlungen runterbeten. Aber wir sehen zum Beispiel bei der Elektrifizierung des Bestandsnetzes hier, das ist der Punkt 2 ohne formale Hürden, dass wir trotz der 97%, die ich eben sagte, die beim Schienengüterverkehr jetzt schon elektrisch erbracht werden, natürlich auch da beim Schienenverkehr noch Hausaufgaben vor uns haben, nämlich nur 62%
des Schienennetzes sind mit einer Oberleitung versehen und die Güterbahnen brauchen die Oberleitung. Wenn also der Marktanteil der Güterbahnen wachsen soll, brauchen wir mehr Oberleitungen im Schienennetz, damit wir auch dieses Potenzial heben können. Und da hat die Beschleunigungskommission vorgeschlagen, dass sämtliche formalen Hürden bei der Elektrifizierung des Bestandsnetzes abgeräumt werden sollen. Also die Nutzen-Kosten-Berechnungen, die jetzt in jedem Einzelfall wieder neu gemacht werden und auch Planfeststellungsverfahren, dass man einfach wirklich sagt, wir wollen elektrifizieren, wenn bestimmte standardisierte Kriterien erfüllt sind. Das sind mal Vorschläge, die aus der Branche kommen, die immer noch nicht umgesetzt sind. Und da sind wir wieder bei den Prioritäten. Eine Sache, die ist in der Mache politisch, die Kabinettsentscheidung ist leider verschoben worden, sollte am 10. Mai sein, zur Lkw-Maut und der Verwendung der Einnahmen, das Aufbrechen des geschlossenen Finanzierungskreislaufes. Das geht in die richtige Richtung, wenn wir diesen Kabinetts- und dann auch Bundestagsbeschluss haben zur Änderung des Bundesfernstraßenmautgesetzes, dass eben 50% der Gesamteinnahmen der Lkw-Maut für alternative und umweltfreundliche Mobilität verwendet werden darf, dann haben wir hier einen großen Fortschritt in die richtige Richtung. Das Gleiche würde gelten, wenn wir bei der Digitalisierung der Güterbahnen vorankommen. Da ist ganz, ganz wichtig, und das ist so der Bottleneck seit Jahren, die Finanzierung der sogenannten Onboard-Units für die ETCS-Ausstattung. Da hat der Bund sich bislang geziert, diese aus unserer Sicht Infrastrukturkomponente, weil nur so kann dieses ETCS-System funktionieren, an der Infrastruktur selber und das Pendant im Fahrzeug, diese Infrastrukturfinanzierung zu übernehmen. Bislang war immer der Verweis beihilferechtlich schwierig. Da muss eine Umrüstung bis 2030 stattfinden und die finanziellen Mittel müssen bis 2025 bereitgestellt werden. Das Gleiche gilt für das Riesenzukunftsthema digitale automatische Kupplung. Also die Güterbahnen müssen digital werden, die Technik ist da. Es liegt an der Politik, diese Dinge auf den Weg zu bringen. Und die Branche hat auch ihre Hausaufgaben gemacht in der Beschleunigungskommission, was die Schieneninfrastruktur und die schnelle Kapazitätserweiterung anbelangt. Da gibt es die sogenannten kleinen und mittleren Maßnahmen. Was die Elektrifizierungsvorschläge anbelangt, habe ich eben schon gesagt. Wir reden dann aber natürlich auch über Reaktivierung und wir reden auch über raumordnerische Dinge, dass neue Gewerbegebiete, große Gewerbegebiete einen verpflichtenden Gleisanschluss haben müssten. Auch das sind alles Dinge, die schon seit 2017 aufgeschrieben worden sind im Masterplan Schienengüterverkehr, aber bis heute leider nicht mit Leben gefüllt worden sind. Aber die Zeit drängt. Die Vorschläge liegen auf dem Tisch. Das ist eine ganz zentrale Botschaft. Wir haben auch, anders als es im Lkw-Bereich der Fall ist, wo sehr, sehr viel Hoffnung dabei ist, was den Klimaschutz anbelangt, haben wir bei der Schiene eigentlich alle Lösungen parat. Wir sind auch schon in ganz, ganz vielen Bereichen Vorreiter. Und die Potenziale, die es jetzt zu heben gilt, da muss die Politik sich jetzt endlich mal ehrlich machen und die Schiene anders behandeln, sowohl bei der Infrastruktur als auch bei öffentlichen Mitteln, als es bei der Straße dann der Fall ist. Weil wenn wir Klimaschutzziele erreichen wollen, dann muss man sich verabschieden von der Gießkanne, dass man alles gleichermaßen fördern will, sondern muss man die Verkehrsmittel, die eine bessere Umwelt- und CO2-Bilanz haben, natürlich prioritär fördern und bedenken und auch die Kostenwahrheit im Verkehr herstellen. Auch ein großes, ewiges Thema, wo wir meilenweit noch davon entfernt sind. Aber bei der Lkw-Maut und der Novelle ein großes Stück vorankommen, weil die CO2-Komponente dort ja für eine Verdopplung der Lkw-Maut in etwa sorgt und damit ein großer Schritt in Richtung Internalisierung der externen Kosten getan wird. Insofern ein kleiner Überblick über das, wo wir stehen beim Güterverkehr und auch beim Schienengüterverkehr und was die Politik jetzt machen müsste, jenseits einer, ich sag mal, Prognosegläubigkeit hin zu einer ernsthaften und tatsächlich faktenbasierten Politik. Das wünschen wir uns als Schienenbranche. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die Fragen und die Diskussion.